Wie machst du das jetzt eigentlich diese, als Skispringer? Also für mich sind ja Skispringer sowieso Phänomene. Man springt kopfüber in den Tod eigentlich und muss ja da schon mental und geistig andere Qualität haben als wir Otto-Normalverbraucher. Ich hab dich ja schon mal in einem Seminar bei uns gehabt, war ganz interessant. Hast du da vor, noch was weiterzumachen? Ja, ich möchte schon ein bisschen was weitermachen, weil ich einfach glaube, dass ich da sehr viel weitergeben kann. Und das Sinn ist eigentlich, dass man die Arbeitswelt und die Sportwelt, das ist ein sehr ähnliches Denken, gleiches Vorgehen, und dass man das in Verbindung bringt. Neue Sichtweisen, das ist sicher wertvoll. Du bist ja geraume Zeit nicht mehr Skispringer. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das? 2008 bin ich noch gesprungen, dann habe ich aufgehört. 2008 bist du noch gesprungen. Aber das ist ja auch eine ordentliche Kanten, gell? Ja, das war ein riesen Umstieg, weil es doch einfach in der Sportwelt, da ist jeden Tag ist vorgegeben und dann musst du irgendwo wieder auf die eigenen Füße stellen, kannst komplett was Neues machen. Du musst vor allen Dingen lernen, aus dem Kasten zu leben und nicht mehr aus deiner Sporttasche. Ja, und der Frau hat gesagt, Bein nicht auf die Nerven zu gehen. Genau, und deine Frau. Und sonst hast du dein Zimmer halt unordentlich gehabt, dann hast du alles wieder in die Tasche. Jetzt musst du daheim aufräumen. Boah, das denke ich mir, ist das Härteste an der ganzen Geschichte. Ja, aber ich bin mittlerweile gut gewohnt und ich möchte nicht mehr aus der Tasche nehmen. Jetzt. Ja, das denke ich mir. Finde ich toll. Ich hoffe, wir sehen dich öfters mal hier und gucken mal, was aus deinem Seminar vorhaben wird. Vielleicht dann hier mal was Längeres. Oder? Ja, da schauen wir uns. Da können wir was auf die Füße stellen. Danke, Martin.